Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und habe hier das HP Vive, das vor einigen Tagen erst vorgestellt wurde. Ihr seht, das ist ein super kleines Smartphone, hier als ein Slider. Das ist das kleinste Phone, was WebOS einsetzt, und ihr seht, man kann trotzdem noch alles drauf erkennen. Hat es auch Multitouch, das ist mit einer Hand sehr schwer, aber es sollte Multitouch können. Mit dem Slider könnt ihr natürlich ganz normal die Texte schreiben. Hier haben wir einen Art Home Button, auf den drückt ihr drauf und ihr kommt zurück ins Menü. Hier haben wir zum Beispiel das Menü mit den ganzen Apps. Es ist natürlich auch eine Kamera eingebaut, hier auf der Rückseite. Und schauen wir uns noch an, was haben wir hier noch? Memo-Funktion. Können wir hier dank der tollen Tastatur auch noch mal schnell was schreiben. Hier der Kalender. Hier können wir auch ein paar E-Mails schreiben. Wie ihr seht, haben wir hier alles, was man braucht, also Web. Ich glaube, das Internet funktioniert hier nicht so gut. Da lädt hier leider gar nichts, sorry dafür. Aber ihr seht, wir haben hier alles, was man braucht, also auch Fotos. Öffnen wir das mal. Hier Pictures. Gucken wir mal, ob da Multitouch geht. Ja, funktioniert. Und auch schön schnell. Da ist ein Qualcomm Snapdragon Prozessor drin. Also ist für genügend Power gesorgt. Und ihr seht, ein super kleines Gerät. Wir schauen uns mal von allen Seiten an. Da haben wir hier den Schalter für die Lautstärke. Hier eine Kamera. Hier oben ein Switch. Wahrscheinlich Power. Oder hier Power. Und hier zum Aufladen. Hinten die Kamera, wie schon vorher gesagt. Ein super kleines Gerät. Ich bin eigentlich ganz begeistert davon. Super mobil und sogar noch mit Tastatur. Das war das HP Vive.